Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von Hirnsturz zockt. Wie ihr seht, seht ihr schwarz und ihr hört die Geräusche von Seven Days to Die. Die Zombies wüten hier. Keine Angst, mit YouTube ist alles in Ordnung, sofern man das grundsätzlich sagen kann. Wir haben ein schwarzes Bild, weil ich schaue hier auf eine schwarze Fläche. Die Sonne geht unter und wo bin ich? Ich befinde mich auf dem Dach unserer derzeitigen Behausung. Da unten seht ihr noch den Vorhof mit dem Graben und hier ist alles schwarz. Denn dieses Update von Seven Days to Die hat da einiges kaputt gemacht. Hier drin sieht es noch ganz schick aus. Das sind übrigens die Cobblestones, die haben sie irgendwie verändert. Da sieht alles so back in black, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus und teilweise stimmt es auch noch. Und dies soll jetzt aber auch kein Info über Seven Days werden, denn das seht ihr im Let's Play, sondern ein kleines Info-Video rund um meinen Kanal. Mit knisterndem Feuer muss ich euch ein paar Fragen stellen. Und zwar, zu meinem Uploadplan und zu den Spielen, die ich derzeit auf meinem Kanal zeige, da muss ich was ändern. Es war ja bis jetzt immer so, jeden Tag Minecraft, ja, jeden Tag mit der lieben Kurion zusammen. Da wird sich auch in naher Zukunft noch was ändern, aber das dann erst, wenn es soweit ist. Täglich Minecraft. Dann gab es einen Tag, an dem Project Zomboid und Space Engineers lief. Den gibt es auch immer noch und zwar bis einschließlich Donnerstag, den 24. Space Engineers bleibt um 17 Uhr, so viel kann ich verraten. Project Zomboid wird bis einschließlich Donnerstag noch laufen und dann wird's haarig, weil der liebe Christian, der Liquid Duck, hat nicht die Zeit im Moment. Er will noch andere Projekte machen und er ist ja mit seinem Let's Play gerade am Starten. Und deswegen hat er mich gefragt, ob es allzu schlimm wäre, wenn er aus Project Zomboid aussteigt. Ist schade, aber ich habe gesagt, jeder muss das zocken, worauf er Bock hat. Und das tue ich ja selber auch. Deswegen habe ich gesagt, klar, wenn du was anderes machen willst, mach das. Und das ist auch gut so. Jeder muss seinen eigenen Weg finden und jeder muss vor allen Dingen auch das machen, worauf er drauf Bock hat. Denn Space Engineers machen wir weiter zusammen an diesem Tag um 17 Uhr. An dem Tag, wo einmal Banished lief um 14 Uhr und dann am Nachmittag Seven Days to Die, wird sich auch was ändern. Seven Days bleibt natürlich um 17 Uhr, jeden zweiten Tag Seven Days to Die um 17 Uhr, beziehungsweise an Feiertagen oder am Wochenende um 13 Uhr. Jetzt habe ich einmal noch ein neues Projekt, das wird ab Mittwoch starten. Mittwoch 14 Uhr gibt es was Neues, was mir sehr am Herzen liegt und das würde ich gern zeigen. Jetzt habe ich zwei Spiele. Ich habe einmal Project Zomboid, wo ich im Moment mit niemand zusammenspiele. Liebe Cocaine hat sich auch mit seinem Kanal versucht, er sich da ein bisschen wieder back to the roots zu entwickeln. Das heißt, er wird mehr Arma machen und auch Solo-Projekte. Deswegen wird er da auch nicht weiter mit aufnehmen. Er würde mit mir zwar spielen, Project Zomboid, aber wenn ich im Multiplayer spiele, macht es doch Sinn, wenn man dann vielleicht auch zusammen was aufnimmt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Jetzt zu meiner Frage, lang gelabert. Ich habe Banished, ich habe Project Zomboid. Und der Tag, wo Seven Days to Die läuft, ist noch ein Sendeplatz, nennen wir es mal, frei. Deswegen hier die Frage an euch. Was wollt ihr weitersehen? Mir macht beides Spaß. Project Zomboid würde ich wahrscheinlich dann solo beginnen. Das heißt, ich würde selber versuchen zu überleben dort in der Apokalypse und mich mit dem Spiel ein bisschen auseinandersetzen. Da kriege ich auch mal reichlich Tipps. Mal gucken, ob ich das hinkriegen würde, wenn ihr das denn so wollt. Mir ist beides gleich. Oder soll ich Banished spielen? Macht mir auch viel Spaß. Wird nicht so viel geguckt wie der andere Kram. Ich brauche jetzt eure Meinung. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was soll an dem Tag laufen, und zwar an dem Tag von Seven Days to Die um 14 Uhr. Was soll dort laufen? Banished oder Project Zomboid, allerdings solo? Denn, wie gesagt, im Multiplayer sind mir gerade die Mitspieler ausgegangen. Nein, so ist es auch nicht, sondern ich möchte gerne auf jeden Fall was Solo spielen. Das kann aber nur ein Projekt sein, weil für mehr habe ich einfach keine Zeit. Zwei Spiele pro Tag, beziehungsweise drei Spiele am Tag müssen reichen. Das muss mir auf jeden Fall reichen. Jetzt ist hier das Holz ausgegangen und mir gehen die Worte aus. Schreibt in die Kommentare, was wollt ihr sehen? Project Zomboid Solo oder Banished Solo? Würde mich interessieren. Mal gucken, vielleicht kann man das Spiel auch wechseln, aber wie gesagt, an einem Tag dieses von euch erwählte Solo-Spiel und Seven Days, am nächsten Tag das neue Projekt und abends dann Space Engineers. Schreibt es mir in die Kommentare, sagt, was ihr davon haltet. Ich kann mich nur für ein Spiel entscheiden, das ist aber zeitlich nicht besser machbar und ich würde mich auf eure Kommentare freuen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Infovideo, bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.